Manche Menschen werden durch harte Arbeit und außerordentliche Talente reich. Du könntest auch eine Bank ausrauben. Oder man könnte wirklich Glück haben, wie die Leute, die wir gleich sehen werden. Hier kommen unsere 10 glücklichsten Entdeckungen, die Menschen reich gemacht haben. Amazing. Nummer 10. Die Münzenwand. In der Schokoladenfabrik von Willy Wonka sind die Wände aus Süßigkeiten. In diesem Haus in Windburg, Pennsylvania, waren die Wände aus Geld gemacht. Es war 20 Jahre lang verlassen gewesen, als die Kinder des Ehepaars, das dort gelebt hatte, beschlossen, einen Freund mitzunehmen, um nachzusehen, was sich im Inneren verbarg. Wenige Minuten nach dem Betreten des Hauses fanden sie einen kleinen Haufen Münzen auf dem Boden neben einer Wand. Als sie weitersuchten, fanden sie ein Loch in der Wand. Sie erinnerten sich an ein Gerücht aus ihrer früheren Kindheit, wonach ihre Eltern Kleingeld in der Wand aufbewahrten und öffneten die Wand. Eine unglaubliche Anzahl von Münzen kam aus der Wand heraus, ein Wasserfall aus Bargeld. Als sie alle Münzen gezählt hatten, belief sich die Summe auf $8,500. Da es sich bei vielen der Münzen jedoch um seltene Sammlerstücke handelte, die zwischen 1793 und 1857 geprägt wurden, betrug der tatsächliche Wert ihrer Beute rund $200,000. Wer braucht schon eine Bank, wenn man eine Geldmauer hat? Nummer 9. Dinge, die in Australien ausgegraben wurden. In Australien könnte es sich lohnen, in einen Metalldetektor und eine Schaufel zu investieren, denn unter der Erde kann man einige sehr wertvolle Dinge finden. Ein anonymer Goldsucher spielte gerade mit seinem Metalldetektor in Ballarat, Victoria, als der Alarm ertönte. Er grub sich durch 23 cm Erde, bis er das unverkennbare Glitzern von Gold sah. Während er grub, wurde der Goldbrocken immer größer und größer. Es stellte sich heraus, dass er 12 Pfund Gold gefunden hatte, mit einem Wert von etwa $300,000. Das Seltsame ist, dass dieses Gebiet schon viele Male zuvor erkundet worden war. Dieses rekordverdächtige Goldstück war Hunderten von anderen Goldsuchern entgangen. Australien war auch die Heimat des Royal One Opal. Er wurde von einem australischen Bergarbeiter namens Bobby gefunden, der, ähnlich wie Danny Glover in Lethal Weapon, einen Tag vor der Rente stand, als er ihn fand. Er fand ihn unter Dreck auf dem Boden derselben Mine, in der er während seiner gesamten Karriere gearbeitet hatte. Sein Wert wurde auf etwa $750,000 geschätzt. Ich bin sicher, dass Bobby seinen Ruhestand danach genossen hat. Nummer 8. Das dritte kaiserliche Ei. Ein Mann im mittleren Westen der USA kratzte einen bescheidenen Lebensunterhalt ab, indem er Metallgegenstände kaufte und sie gegen Schrott verkaufte. Für $14,000 kaufte er eine mit Edelstein verzierte Goldkugel in der Hoffnung, beim Weiterverkauf einen Gewinn von $500 zu erzielen. Er beschloss jedoch, sie zunächst professionell schätzen zu lassen. Es stellte sich heraus, dass dieser Klumpen unerwünschten Metalls in Wirklichkeit das dritte kaiserliche Ei war. Eines der 50 ursprünglichen russischen Fabergé-Eier. Nur 42 von ihnen sollen die bolschewistische Revolution überlebt haben und dieses soll zerstört worden sein. Der Mann verkaufte es für sage und schreibe $33 Millionen an einen Kunstsammler weiter. Also etwas mehr als die $500, von denen er dachte, er würde sie verdienen. Aber denke mal an den Mann, der es für $14,000 verkauft hatte. Das muss wehtun. Die Moral dieser Geschichte ist, besser immer zu wissen, womit man es zu tun hat. Nummer 7. Mehr Geld, mehr Probleme. Dies ist eine Geschichte darüber, wie Gier dazu führen kann, dass sich ein großes Vermögen ziemlich schnell in ein kleines Vermögen verwandelt. Es ist auch eine weitere Geschichte von einer Mauer voller Geld. Im Jahr 2008 zertrümmerte der Baumeister Bob Kitts ein Badezimmer für seine alte Schulfreundin Amanda Reese, als er zwei große, in einer Wand versteckte Medikamentenschachteln fand. Er öffnete die Truhen und zu seiner Überraschung waren sie voller Umschläge. In jedem Umschlag war ein 50-Dollar-Schein. Die Umschläge waren an die Nachrichtenagentur P. Dunn adressiert. Alles in allem waren $182,000 drin. Die beiden alten Freunde waren zunächst begeistert, aber damit begann der Ärger. Reese bot Kitts 10% des Geldes an, aber er wollte 40% und verklagte sie. Der Nachlass der P. Dunn News Agency erfuhr davon und sie wollten auch ein Stück davon. Schließlich teilte ein Richter das Geld zwischen Reese, Kitts und 21 Nachkommen von Herrn Patrick Dunn auf. Ich wette, die beiden Freunde hätten sich dann gewünscht, sie hätten ihren Mund gehalten. Nummer 6. 1974 Dee Penny. Als er starb, hinterließ ein Mitarbeiter der Denver Mint seinem Sohn Randy eine kleine Münzsammlung. Randy bewahrte diese Handvoll Münzen in einer Sandwich-Tüte auf und nachdem er von Denver nach San Diego umgezogen war, blieb die Tüte über einen Monat lang in seinem Auto. Fast 20 Jahre später stieß Randy erneut auf die Münzen und beschloss, sie einem professionellen Schätzer zu zeigen. Der Experte war von einem silbernen Penny beeindruckt und stellte nach einigen Nachforschungen fest, dass es sich um einen Dee Penny von 1974 handelte. Dieser Penny war aus Aluminium hergestellt und gehörte
führte zu einer Testcharge von nur 10 Stück. Man nahm an, dass alle 10 Münzen vernichtet wurden, nachdem man herausgefunden hatte, dass sie in Verkaufsautomaten nicht funktionieren würden. Aber dieser Penny blieb wohl übrig. Er wurde auf $250.000 geschätzt. Zu Randys Unglück wurde die Regierung eingeschaltet und sagte, die Münze sei ihr Eigentum. Nach einem Rechtsstreit wird die seltene Münze nun in einem Museum ausgestellt. Da wir nun die Hälfte des Videos hinter uns haben, lass uns eine Quizfrage stellen. Wirf einen Blick auf diese Fotos von ebenso erstaunlichen Entdeckungen. Was sind das für Entdeckungen? Bleib bis zum Schluss dran und sieh, ob du richtig liegst. Nummer 5. Seltene Gemälde. Was liegt auf deinem Dachboden? Meiner ist voller Gerümpel. Genau wie der Dachboden des norwegischen Geschäftsmannes Christian Nikolai Mustad, dachte er jedenfalls. Im Jahr 1908 kaufte Christian etwas, das er für ein Gemälde von Vincent van Gogh hielt. Kunstexperten sagten ihm damals jedoch, dass er tatsächlich eine Fälschung gekauft hatte, weil es nicht signiert war. Aufgebracht verbrannte Christian das Gemälde auf seinem Dachboden, um es nie wiederzusehen. Als Christian starb, entdeckten seine Nachkommen das Gemälde und erfuhren mehr darüber. 2011 entschieden die Kunstexperten, dass dieses Gemälde, das Sunset at Montmajour genannt wurde, doch das echte war und es war rund $50 Millionen wert. Martin Johnson Head ist zwar nicht so berühmt wie Van Gogh, aber in Kunstkreisen für seine Blumenbilder bekannt. In den 90er Jahren spielte ein Mann aus Indiana Masterpiece ein Brettspiel über Kunst. Eine der Fragen in dem Spiel zeigte ein Bild eines Gemäldes, das einem an seiner Wand befindlichen Bild bemerkenswert ähnlich sah und ein Loch verdeckte. Es war schon seit Jahren da und kostete fast nichts. Neugierig nahm er Kontakt zu einigen Kunstexperten auf. Es stellte sich heraus, dass diese Lochabdeckung ein verlorenes Gemälde von Head war und $1,25 Millionen wert war. Damit kann man eine Menge Füllmaterial kaufen. Nummer 4. Action Comics Number 1. Was hat es eigentlich mit Mauern auf sich? Bis jetzt haben wir Münzen und Schatzkisten gefunden, die in Mauern versteckt waren. Hier ist eine andere. Action Comics Number 1 wurde 1938 veröffentlicht und ist der heilige Gral für Comicsammler, da er das Debüt von Superman zeigt. Es existieren nur etwa 100 Exemplare und ein Exemplar in Top-Zustand ist mehr als $2 Millionen wert. David Gonzalez aus Minnesota kaufte ein altes Haus für $10.000, um es zu renovieren, zu verkaufen und etwas Geld zu verdienen. Während er eine der Wände einriss, stieß er auf einen staubigen alten Comic, der in der Wandisolierung versteckt war. Natürlich war es Action Comics Number 1. Es war in keinem guten Zustand und David zerriss den Einband während eines Streits mit der Tante seiner Frau einige Tage, nachdem er es gefunden hatte. David bot den Comic zur Versteigerung an und erzielte schließlich $175.000. Kein schlechter Gewinn bei einer Investition von $10.000. Also, wo ist mein Vorschlaghammer? Ich muss ein paar Mauern einreißen. Nummer 3. Eine Sammlung, kein Hammer. Kennst du es, wie es ist, wenn du etwas nicht finden kannst? Ärgerlich, nicht wahr? 1992, als Peter Watling, ein Farmer in Suffolk, England, seinen Lieblingshammer verlor, bat er seinen Freund Eric Lawes, der einen Metalldetektor hatte, ihm beim Suchen zu helfen. Eric war gerade dabei, eines der Felder seines Freundes zu scannen, als der Alarm des Detektors ertönte. Es war jedoch nicht sein Hammer, sondern eine kleine Silbermünze. Fasziniert grub Eric weiter. Er fand eine goldene Halskette und genug Münzen, um zwei Einkaufstüten zu füllen. Danach rief er die Archäologen herbei. Die Hoxen-Sammlung, wie sie bekannt wurde, war eine riesige Lagerstätte römischer Reichtümer im Wert von etwa $15 Millionen. Man fand eine Truhe mit 15 Goldarmbändern, eine silberne Büste einer Frau und über 1000 Goldmünzen. Der größte Teil des Fundes ist jetzt im Britischen Museum ausgestellt. Eric wurde mit $2,3 Millionen belohnt, die er mit Peter teilte. Und ich weiß gar nicht, ob er seinen Hammer jemals gefunden hat. Nummer 2. Die Unabhängigkeitserklärung. 1989 kaufte ein Mann in Pennsylvania auf einem Garagenverkauf ein Bild für $4. Er hasste das Bild, mochte aber den Rahmen, also entfernte er das Bild, um ein neues hineinzusetzen. Unter dem Bild befand sich jedoch ein altes Dokument. Es handelte sich um eine Kopie der Unabhängigkeitserklärung von 1776 in neuwertigem Zustand. Eine von nur 25 Stück, die damals hergestellt wurden. Er verkaufte es für $2,4 Millionen. Dasselbe Dokument wurde im Jahr 2000 erneut für über $8 Millionen verkauft. Und das ist keine so seltene Geschichte. Michael Sparks aus Nashville kaufte ein vergilbtes Exemplar der Erklärung in einem Second-Hand-Laden, weil ihm das Aussehen der Erklärung gefiel. Er zahlte $2,48. Fasziniert von seinem Kauf, beschloss er, sie von einem Experten begutachten zu lassen. Es stellte sich heraus, dass Michael ein verlorenes Exemplar der Erklärung von 1820 gekauft hatte, das von John Quincy Adams in Auftrag gegeben worden war. Eines von nur 36 existierenden Exemplaren. Als er es verkaufte, erzielte Michael einen Reingewinn von knapp 500.000 Dollar. Nummer 1. Coca-Cola-Aktien.
Gehst du auf Flohmärkte? Nachdem du diese Geschichte gehört hast, möchtest du vielleicht öfter hingehen. Im Jahr 2008 bezahlte der Kalifornier Tony Marone $5 für eine Schachtel voll mit beliebigen Dokumenten. Als er die Papiere durchsah, fand er ein Aktienzertifikat für 1625 Aktien der Palmer Oil Company, ausgestellt 1924. Seit der Ausstellung des Zertifikats fusionierte Palmer mit einer anderen Firma, die fusioniert und wieder fusioniert hatte, bis sie von der Coca-Cola Company aufgekauft wurden. Tonys Anwälte sagten ihm, dass er nun 1,8 Millionen Aktien an Coca-Cola im Wert von rund 130 Millionen Dollar besitze. Dies würde Tony zum größten nicht-institutionellen Aktionär von Coca-Cola machen. Coke war offensichtlich nicht allzu erfreut. Sie lehnten Tonys Forderungen ab, nannten sie absurd und riefen die Anwälte hinzu. Leider konnte Tony Marone seinen Traum, Coca-Cola zu leiten, nie verwirklichen. Er starb im Jahr 2010. Seine Familie führte den Fall weiter, war aber erfolglos. Anscheinend war Tonys $5 Aktienzertifikat nicht das Original. Nun zurück zu diesen lebhaften, orangefarbenen Organismen, die wie außerirdische Steinorganismen aussehen. Was sind sie? Und warum sind sie für dieses Video relevant? Nun, sie sind bekannt als Piura chilensis, eine Art lebender Stein. Es sind Meeresbewohner, die an den felsigen Küsten Chiles und Perus leben. Ihr Fleisch ist eine Delikatesse. Die Einheimischen essen sie roh oder gekocht mit Salat. Interessanterweise werden sie männlich geboren, bevor sie weibliche Organe entwickeln, was bedeutet, dass sie sich mit sich selbst fortpflanzen können. Aber warum sind sie in diesem Video zu sehen? Nun, falls du zufällig auf eine Kolonie stößt, dann hast du eine Mini-Lotterie gewonnen, denn sie können in Spitzenrestaurants Hunderte von Dollar kosten. Damit enden unsere 10 glücklichsten Entdeckungen, die Menschen reich gemacht haben. Hast du jemals etwas Wertvolles auf einem Garagenverkauf oder versteckt in einer Wand gefunden? Lass es uns wissen, indem du einen Kommentar hinterlässt. Vielen Dank für dein Interesse.